Splatfest 2020, Splatoween, sollte ein ganz besonderes Splatfest werden. Ich, Kip, war im Team Saures und habe den Gegnern ordentlich Saures gegeben. Wir haben einen Sieg nach dem anderen davongetragen. Die Wandelzone, war kein Problem für mich. Ich bin ja schließlich ein alter Hase, alter Waschbär, alter Splatoon-Alien. 63 zu 34, das ist nur eine kleine Übung gewesen für das Team Sauer, bestehend aus sauren Gurken, sauren Orangen und sauren Zitronen. Wir haben getanzt, wir haben uns gefreut, wir haben den Sieg praktisch schon vor Augen gehabt und wir haben den Gegnern nichts geschenkt. Auf dem Weg zum Olymp der Splattergötter. Jawohl, mit Klecksrollern, mit Pinseln und mit dem Ultrastempel haben wir uns bis nach oben katapultiert und mit dem Tintenschock bis in die höchsten Höhen. Der Sieg zum Greifen nahe, endlich ein Splatfest, wo wieder gesiegt wird mit volle Kanne saures Fan, volle Kanne. Und dann kam das. Niemand hat es für möglich gehalten. Unglaublich. Team Süß hat gewonnen. Ja, so wird's gemacht. Ja, toll. Schon wieder im Loser-Team. Aber jetzt reicht's. Ich lasse mich nicht auch noch verhöhnen. Deshalb hier meine Herausforderung an die Gegner aus dem Team Süß. Ich fordere euch hiermit zu einem zweiten Splatfest heraus. Und ich nenne es, na, sagen wir mal, Waschbär versus Wolf. Und was wäre eine Herausforderung ohne Wetteinsatz? Hiermit mein Wetteinsatz. Sollte ich verlieren, dann werde ich mir eine Stunde und 30 Minuten lang einen politisch unkorrekten Witz nach dem anderen von euch anhören. Sollte ich aber gewinnen, wovon ich ausgehe, dann werdet ihr euch den Film Der glückliche Weihnachtself anschauen dürfen. Und da ich weiß, dass euch manchen dieser Film körperliche Schmerzen bereitet, packt schon mal Aspirin und Ibuprofen ein. An dieser Stelle soll gesagt sein, dass der Weihnachtself EB aus derselben Animationsfilmschmiede Splendid Animation kommt, wie diese ganzen Meisterwerke, die ihr hier gerade seht. Und ja, auch ich komme aus dem Splendid Animation Universum. Das heißt, die Familie Supernova und Planet Barb. Ihr wisst also, was das bedeutet. Ich mache keine Gefangenen. Und Splatoon ist kein Kindergeburtstag. Also, ich warte auf eure Antwort. Wir sehen uns. Tschüss.